Willkommen zum neuen Video. Heute machen wir mal eine Challenge. Ihr kennt ja, ich bin ja Splashdiver, ich mache ja Splashdowns und dann schauen wir mal, wie hoch und wie weit wir die Splashdowns machen, weil wir unterscheiden es und mit dabei ist Robin, hallo. Meiner vor allem, ja. Und wir spielen jetzt. Robin war ein Millimeter weniger. Ich blende nochmal hier die beiden Fotos für euch ein. Und jetzt geht's weiter. Wir fangen an mit, oder was heißt fangen an? Wir springen jetzt von 3 und machen, das ist ein schöner Splashdown, wir machen mal ein offenes Brett. Dann haben wir ihn hinter uns. Was sagt Robin dazu? Erster Eindruck war, ja, beim offenen Sol. Seien zwar leider auch nicht besser, deswegen einigen wir uns auf ein Unentschieden, weil, ja, also offenes kann man nicht zählen lassen, so. Muss noch geübt werden. Meinung dazu? Rechnung sagt 1-1. Ja, wir machen mal weiter mit Yogi Cannonball. Jawohl! 2-1 für ihn, weil der nicht richtig war. Der war ein bisschen zu weit in der Rückenlage. Die nächsten werden besser. Das sind die, die ich main mach, also hauptsächlich. Und deswegen machen wir jetzt einen Open Elvis. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my... Robin hat's nicht geschafft, der war nicht richtig und deswegen habe ich einen Punkt. Face my fear. I blame it on the voices that are in my... So eine Kugel war es nur so halb und deswegen schauen wir einen Punkt. Zwar besser, 4-3, weiter geht's mit den Kartoffelkatzen. Und noch ein Stuhl davor natürlich.